Also, hallo, hallo, ich bin der Johannes Trinkel, mit mir ist der Fabian Gafuri und wir casten hier das Pauper Side Event bei den österreichischen Nationals 2017. Das ist das große Finale. Fabian, die Spieler bitte. Das ist das Finale zwischen Phil Lehner auf der linken Seite mit dieser wunderschönen Magic Corner Vienna Spielmatte und auf der rechten Seite mit dem Deck Monogrün Elfen und auf der rechten Seite der Johannes Meerbauer mit Murasa Tron. Wie wir sehen, die Spieler ziehen ihre Starthände. Beide starten mit 20 Lebenspunkten, auch wenn man das hier nicht so gut erkennen kann. Und der Phil hat den Die Roll gewonnen. Elfen gegen Tron ist ein sehr eindeutiges Matchup, wer der aggressive und wer der defensive Spieler ist. Den dass Phil mit einem Mana-Elfen anfängt. Gute strategische Entscheidung. Während der Hannes noch seine getappten Länder ins Spiel bringt. Genau, und da wird der Phil auch gleich aggressiv, indem er seinen Turn 1 gelegten Llanowar-Elfen nach rechts dreht, um den Johannes wieder für 1 zu Genauso. hauen. Genauso will man das sehen, ja. Genau, und dann hat Jetzt. er Turn 2 gelegt, einen Priest of Titania, um sich gleich mit Mana zu rampen. Und von Seiten des Traumspielers kein nennenswertes Interaktionsmana offen. So könnten noch weitere Kreaturen getroppt worden sein, aber es dürfte auf drei Mana mit Priest of Titania wohl nichts Nennenswertes zu spielen in der Hand gewesen sein. Da hat Sonst der hätte das Johannes wahrscheinlich jetzt. statt dem einen Schaden entwickelt. Na, no, da hat der Johannes jetzt für das Follow-up-Play den Handmaster, ein Magmas, einen Okay, Flameslash gehabt. Was ich natürlich hol. super wichtig ist, weil das den Philipp viel ziemlich weit nach vorne kommen. Also würde einfach. Evoke der Mild Rifter hier und auf der Seite vom Elfenspieler sind wir ein Timberwatch-Elfen am Spiel und er darf damit den tappen, was natürlich ein ziemlich starker Threat ist in dem Matchup. Die Insel ist auch gefunden worden. Also für Melody ist alles vorbereitet. Und jetzt geht es nur darum, wie man am meisten Schaden reinbekommt. Die Und wir haben Expedition Map. Timberwatch für 4. Beim Johannes füllt er gerade irgendwie nur die Kurve aus. Richtig relevant wird die, glaube ich, nicht mehr in diesem Spiel. Dafür ist er einfach zu langsam. Jetzt hat er schon die Hälfte seiner Leben verloren. Jo. Eigentlich schon Oh, mehr. ein zweiter Nettle Sentinel, das sind 5 Elfen am Feld. Das macht wie viel Schaden? Wenn ich das richtig rechne, ja, das ist auf jeden Fall Lethal on Ja, Board. mit dem Timberwatch. Wenn, ja, und der Hannes schiebt zusammen, weil er nichts gefunden hätte, um den Timberwatch-Elf loszuwerden. Jetzt kommen wir zum Sideboarden. Die Ja. Deckliste vom Phil zeigt 3 Gleeful Sabotage, 1 Gorilla Shaman, 3 Magnify, 2 Scattershot Archer, 2 Skylars, 2 Spider Silk Armor, 2 Tangle und 2 Rapid Vigor. Und die richtig relevanten Karten werden wahrscheinlich die Magnify sein, um einfach Druck zu machen und Electric Reproof zu sein. Genauso wie das Rapid Vigor. Ja, Ich kann ein mir nicht vorstellen, dass Electric er was anderes bringen möchte. Rain. Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist. Beides Silk Armor könnte man für Electric Rain natürlich boarden. Aber muss nicht unbedingt sein. Und sonst nicht wirklich was für das Matchup. Auf der Seite vom Tron-Spieler sind wir einen Circle of Protection Green Sideboard, der kommt definitiv rein. Was ich Ein dazu Avatar's sagen möchte, das ist Justice. eine super gute Tech, die gefällt mir sehr gut. Ja. Hilft in diesem und im Stompy Matchup, um die aggressiven Decks ein bisschen.
zurückzuhalten. Ein Evencast Justice ist noch drinnen, auch definitiv rein Sweeper immer drinnen. Zwei Electric Grease, genau das gleiche Argument. Elfen hat sehr viele Ein-Toughness-Kreaturen. Und ansonsten Gorilla Shaman, Hydroblast, Magna, Spree, Moments Peace vielleicht zu überlegen. Aber Pyroblast, Serene Heart, der Enchantment Sweeper, alles eigentlich nicht für dieses Matchup. Also die Sweeper kommen rein, Circle of Protection kommt rein. Sonst ist eigentlich nicht viel zu ändern. Ein paar von den langsamen Karten vielleicht raus. Umständen den Rover Horror, der im Main Deck ist. Die Compulsive Research, dafür ist auch nicht wirklich Zeit. Ja. Und vielleicht ein paar von den langsamen Counterspells. Genau, vor allem Condescent ist doch ziemlich mana-intensiv. Weiß nicht, ob Ja, Mystical vor allem. Teachings wirklich der Plan sein kann in so einem aggressiven, bei so einem aggressiven Gegner. Ja. Ghostly Flicker auch cutbar, würde ich mal sagen. Also, es gibt auf jeden Fall genug Karten, um Platz für die Sweeper zu machen. Genau. Da ist er jetzt an Darf der Johannes jetzt anfangen? Allerdings mit einem Island ist das eher nicht so der Start, den er unbedingt haben möchte. Da das Mana Fixing hinten nach ist, natürlich umso besser, dass sich auch selbst ersetzt mit einem Card Draw. Ja, aber auf der anderen Seite liegt der Turn 1 Llanowar Elf schon. Das ist natürlich der beste Start, den man sich wünschen kann. Und jetzt, wo dran ausgetappt ist, kann man auch aufs Board schmeißen, was man so hat. Und das sind Genau. dann Elvish Vanguard, der relativ schnell relativ groß werden kann. Und hinten nach kommt noch der Nettle Sentinel, um einfach Druck aufzubauen und gleich einen 1-1 Counter auf den Vanguard zu legen. Da wird auch abgeschossen. Relevanterweise war das Board 2-2 und nur ein 1-1er gegen Electric Re. Sehr gut, und das, wenn man genau schaut, sieht man, dass Electric Re schon in Hand bereitsteht. Also auf jeden Fall glückliche Umstände für den Elfenspieler. Und da sehen wir, dass der Johannes leider das falsche Tronland nachgelegt hat. Eigentlich ist der Tower immer das richtige Tronland. Ja, ich glaube, dass er trotzdem lieber eine Mine oder ein Powerplant zu präsentieren gehabt hätte. Ja, sicherlich. Ja, es ist halt Jetzt. eine Colorless Source. Da findet er ein Tapped Land, das wenigstens grün Tapland dazu macht. nicht optimal. Ich glaube, wenn du das Justice Das Spiel war spielst. ein bisschen greedy. Man hätte den Llanowar Elfen und den Vanguard gleich mit Electric Re abräumen können, Main Phase. Und jetzt ist halt das Problem, wenn er einen 1 oder 2 Mana Elfen legt, hat er noch Rapid Vigor Mana ab. Ja, da sieht man ja auch Und jetzt wieder versucht viel. er in Response auf den Trigger 3 Kreaturen abzuräumen. Was den Film natürlich voll in die Karten Und spielt. da ist das Rap. Da hat er gegen Ja, den gut. Getappt werden die Kreaturen. Wrath Aber. gespielt. Jetzt kann er noch für zwei zuhauen. Wird an der Clock nicht viel ändern. Da Aber ich man hier glaube, dass der. muss den Schaden reinbekommen. Das war jetzt Natürlich. gut. Seagate Oracle. Ein relativ guter Blocker auf dem Board eigentlich. Hilft Und ihm auch die Hand ersetzt ein sich bisschen selber auch gut. zu sculpten. Ein paar. Ja. Bisschen Gas nachzuziehen. Schwarzes Mana, Traumländer wären auch nicht das Schlimmste. Dürfte wohl die Mine gewesen sein, was er sich damit genommen hat. Da hat er die Mine gefunden und auf der Hand sieht man auch, hat er den dritten Tower. Das ist halt ziemlich bitter. Da hätte er auf jeden Fall lieber den Powerplant. Und dann noch ein. Ah, da sehen wir den Circle of Protection Green. Jetzt mal ohne Mana ab, aber auf jeden Fall eine sehr starke Karte in dem Matchup. Wie man sieht, auf Und der mit 16 Elfenseite sehr viele Lebenspunkten. grüne Kreaturen. Ja, den einen Combat Phase kann er durchaus noch nehmen. Da ist noch viel Leben vorhanden. Und danach soll es eigentlich
relativ unproblematisch werden im Circle draußen. Kann er sich jede Runde austappen. Und das Elfendeck hat zumindest die Liste, die der Phil da spielt, hat eigentlich keine Möglichkeiten, um an so Karten wie Circle of Protection Green herumzuspielen. Sie könnten Enchantment Removal bringen, allerdings direkten Schaden könnte nicht schießen. Die gewinnen eigentlich über die Combat Phase. Das ist halt alle Antworten für ihn, für den Circle sind im Sideboard des Gleeful Sabotages. Meine ich jetzt damit, und es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie reingekommen sind. Weil Prophetic Prisons wegschießen ist jetzt nicht so das Leben. Vor allem schießt man da eher eins weg und nicht zwei. Ja, meistens. Und Circle of Protection Green ist, glaube ich, jetzt nicht so häufig, dass man schon erwartet, dass der reinkommt. Also da wir gibt sehen es jetzt, dass er Elfen weiterspielt, aber solange Mana offen hält, ist der Vanguard auf jeden Fall unnötig und auch sonst kommt nicht allzu viel durch. Genau. Da gibt das Sigurd-Orakel natürlich gerade 4 Leben dazu. Eine auf 14, sehr starke Karte. 6 Ländern offen, 6 Kreaturen auf der anderen Seite. Sieht eigentlich ganz gut aus für den Thronspieler. Genau, jetzt mit dem Circle of Protection Green braucht er eigentlich nur Go sagen, seine Länder legen und wenn er das dritte Thronland findet, kann er auch beginnen, sein dann Board aufzubauen. Weil Tron vorhanden ist, wird sowieso trivial im Circle of Protection. Dann kann man Threads legen, immer noch genug Mana offen halten. Also das gute Leben leben. Genau. Was macht er jetzt? Und jetzt wieder greedy? Jetzt. Oh, den Rohfachhörer ist eine sehr gute Karte. Ja. Aber es ist ein Timberwatch. Ich meine, er ist nicht tot on board. Timberwatch Elf kann natürlich einen ungeblockten Elfen sehr groß machen. Oder den geblockten, was auch möglich ist, um den Horror wegzubekommen. Aber ich glaube, es ist wichtiger, den Schaden durchzubekommen. Genau, dann weil wenn. Ich, dass das hier gemacht wird. Wenn der Johannes jetzt enttappt, dann sollte das Spiel eigentlich. Glaube übrigens, dass seine Fuchtel ein Metal Sentinel illegitim enttappt wurde. Nur so nebenbei. Ja, das kann sogar sein. Er hat noch nichts gespielt. Allerdings, da macht der Mana. Ja, da ist er. Jetzt wird er also jetzt, genau. Jetzt stimmt's schon. Und das sieht eigentlich nach Leafla aus, kann das sein? Hat eine sehr relevante Textbox. Er kann den ungeblockten Elfen mit dem Timberwatch pumpen, enttappen, nochmal. Das wären mit 8 Elfen an Bord. 16 Schaden nur vom Timberwatch, insgesamt 19 also. Da gibt es einmal plus 8 für den Llanowar-Elfen. Ja. Rechne danach. Entschuldigung, 18 Schaden sind das dann insgesamt. Genau. Aber auf 14 Leben auf jeden Fall genug. Und das ist das Match. Da gibt es die Hand. Und er zeigt auch hilfreich auf den Circle of Protection, der dagegen ganz gut gewesen wäre. Und damit ist Phil Lehner mit seinem Elfendeck der österreichische Side-Event Pauper Champion. Genau, man sieht dann nachher, glaube ich, auch noch ein Foto von ihm. Und da zeigt der Johannes noch seine Sideboard-Karten, die er gebracht hat. Die werden gleich noch aussortiert. Genau, ja, Electricary, Evencast Justice. Nur da hat ihm leider Schwarz gefehlt. Ja, die hatte in der Hand Arcleighton, Electricary. Crush ist interessant, aber die Sweep- und Removal-Effekte sind relativ klar, dass sie reinkommen. Auf der Seite vom Phil sehen wir die drei Magnifies. Ganz klar, er ist meistens der Einzige mit Kreaturen draußen und die Rapid Vigors, um die Sweeper zu umgehen. Genau. Ach ja, natürlich der Circle of Protection. Der das Spiel hier machen hätte können. Der das Spiel auf jeden Fall verlängern hätte können. Das auf jeden Fall, ja. Man weiß ja nie, in Magic kann viel passieren. Aber in der Runde zumindest. Und anscheinend bei Elfen sind die Live-Gain-Kreaturen dafür rausgebordet worden. Und? Von Counterspells, Flickers,
Karten, die einfach zu langsam gewesen wären. Finde ich auch richtig, in dem Matchup Counter-Spells rauszunehmen, weil oft ist das Problem die Elfen, die schon am Board liegen und man kann nicht unbedingt drauf vertrauen. Und wenn der Elfenspieler, Distant Melody castet, dann kann das auch, ist das oft einfach eine Win-More-Situation. Und genau, da sieht man nochmal ein abgeschnittenes Foto von Phil mit seinen vier japanischen 4th Edition Counterspells. Da hat er mir erzählt, ich möchte sich einrahmen und zu Hause aufhängen, was ich eine sehr coole Idee finde. Das ist eine gute Idee damit, ja. Das sind auf jeden Fall wunderschöne Magic-Karten. Na gut, dann war es das auch schon wieder vom Finale der Austrian Nationals Side-Event Popper Events. Und möchtest du dich von unseren Zuhörern verabschieden? Ja, das möchte ich gerne. Danke fürs Ansehen, danke fürs Interesse. Kommt vorbei, spielt Pauper, ist ein großartiges Format. Und wir sehen uns wieder mal. Ciao.